körperliche Fitness gehört regelmäßig trainiert und genauso gehört die geistige Fitness regelmäßig trainiert. Siehst du das genauso? Ja, absolut, absolut. Also, um fit zu sein, muss man etwas dafür tun. Das ist ein Trainingszustand. Wenn man körperlich nichts tut, wird man lax, wird man träge, der Organismus ist nicht gefordert. Und so ist es auch mit der mentalen Fitness. Das heißt, man kann mentale Fitness trainieren. Und wenn man sich jetzt anschaut, Schachweltmeister zum Beispiel, gerade in diesem Bereich, die trainieren sehr viel mentale Fitness. Ja? Und was kann man darunter verstehen unter mentaler Fitness, wenn man so etwas trainieren möchte? Das hat etwas mit der Konzentrationsfähigkeit zu tun. Das heißt, die Aufmerksamkeitslenkung, wie ich etwas mache, ja? Das hat etwas mit Gedächtnis zu tun. Also, wie merke ich mir Dinge? Das hat etwas mit Zeitmanagement zu tun, auch mentale Fitness. Wortschatz, aktiver Wortschatz, passiver Wortschatz. Also mentale Fitness ist weit mehr, als wie manche Menschen glauben. Da geht es nicht nur um Wörter und um Bilder im Kopf, die Gedanken ergeben, sondern es geht um das Ganze rundherum, wie ich mit denen umgehe. Geht es auch um Wohlbefinden? Na, absolut. Wurscht, ob wir das jetzt der körperliche Fitness, mentale Fitness nennen, schlussendlich geht es um Wohlbefinden. Und da fällt mir immer von der Weltgesundheitsorganisation dieser Satz ein, der mich persönlich sehr anregt. Was bedeutet Gesundheit? Mhm. Gesundheit ist ja langläufig, also weitläufig bei uns, sagt man immer, gesund ist der Zustand, wenn man nicht krank ist. Ja? Mhm. Aber das stimmt ja in Wirklichkeit nur bedingt. Ja? Ja. Weil es gibt viele Menschen, die nicht krank sind und sich trotzdem nicht gesund fühlen, weil sie unglücklich sind. Ja. Daher ist Gesundheit in Wirklichkeit ein Zustand des seelischen, körperlichen und sozialen Wohlbefindens. Mhm. Also es ist dieser Dreiermix, okay, der da einfach Gesundheit ausmacht. Und dazu gehört eben ja, das Mentale. Ja? Medizin hat auch schon erkannt, dass es eine Achse zwischen geistigen und medizinischen gibt. Ansonsten würden sie ja nicht die ganzen Placebo-Versuche machen, wo sie mit Traubenzucker oft die gleiche Wirkung erzielen, als wie mit richtigen Medikamenten. Und das Interessante ist einfach, die Verbindung Körper zu Geist funktioniert genauso von Geist zu Körper. Das heißt, man kann sich krank reden, man kann sich aber auch gesund reden. Ja? Und man kann auch über die mentale Ebene, es gibt immer wieder Beispiele, die dann ein bisschen an Hokuspokus manche erinnern lassen, aber man kann auch geistig Krankheiten in den Griff bekommen. Und wenn man sich jetzt davon ausgeht, das Phänomen Stress, ist der Körper geistig einfach in einer Sackgasse, dann werden falsche Botenstoffe ausgeschüttet, die dann eben zu Schlaflosigkeit führen, die zu Cholesterin, zu schlechten Blutwerten. Schlechte Regeneration im Sport. Allen möglichen führt. Ja. Und daher ist einfach die geistige Ebene sehr wichtig. Wie gehe ich mit den eigenen Grenzen um? Ja, bin ich nur fremdgesteuert oder bin ich auch selbstgesteuert? Wie gehe ich mit Wertschätzung um? Ja, es liegt mir so viel daran, an dieser Fremdwertschätzung, dass ich permanent eigene Grenzen übergehe, ja, und mich selbst vergesse, ja, oder bewege ich mich innerhalb meiner eigenen Grenzen mit einem entsprechenden Energiekonzept dahinter. Denn nur, wenn man in einer Energiebalance ist, sprich so viel Energie aufwendet, wie man sich selbst wieder zuführt, ist man mehr oder weniger gesund.